So, YouTube, der Tag der Horde ist gekommen, die Folge vor der Horde, würde ich sagen, ist das hier. Wir haben in der Nacht so ein bisschen noch Sachen optimiert, ein bisschen verstärkt, da hinten alles auf Pflastersteine hochgebracht, was so ging von den Seiten. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal los. Wir wollten nochmal in die Stadt ein bisschen Eisen sammeln. Ich habe die Werkbank aufgestellt. Wir haben die Rezepte in der Nacht ein bisschen durchgeguckt. Gab jetzt nichts Besonderes. Ihr seht, das Fahrradfahrwerk ist zum Beispiel angepinnt. Das werden wir auf jeden Fall... Genau. Werden wir auf jeden Fall dann bauen. Aber erst nach der Hordenacht. Ich wollte mir jetzt nicht den Druck machen, die ganzen Sachen rauszusuchen, zusammenzufriemeln. Da brauchen wir eine Nacht, wo Ruhe ist. Und das ist erst übernächste Nacht. Und wir wollten zum Schatz oder zum Abwurfding. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, wo wir am schnellsten den besten Loot kriegen. Und wir müssen eh die Karte in die Richtung erkunden. Also passt das doch. Ja, es wurde gesagt, Kartoffeln auf die 1. Das ist gar nicht mal so doof. Wir müssen auf jeden Fall unsere ganzen... Die Bäume sind alle ein bisschen alt, was? Unsere ganzen ja, Bergbauskills einsetzen und auch ein bisschen mehr anbauen, nicht? Die ganzen Samen einsetzen, damit wir dann mehr Eintöpfe kriegen. Ich meine, niemanden gehört zu haben, aber egal. All solche Geschichten. Aber das, da haben wir denn 10 Tage in der Nacht Zeit und ja, mit dem Fahrrad, da kommen wir auch dann weiter und schneller voran, nicht? Das heißt, wir können schneller auch mal was looten und zurückbringen, haben nicht so diese Laufwege. Es hat lang genug gedauert, die Werkbank zu bekommen. Ich weiß, man hätte mit Händlerquest das ein oder andere beschleunigen können, aber das, nee. Ich spiele lieber einem Pseudo-Hardcore-Modus, nicht? Es gibt ja so, zum Beispiel bei Work and Resources erlegen sich die Leute auch immer besondere Aufgaben auf, um die Spiele noch ein bisschen spannender zu machen. Und für mich ist das quasi das spannender machen. Ah ja, Pete's Hidey Hole. Hm. Hallo, Pete. Das Fahrrad hat auch Platz, genau. Da können wir auch mehr transportieren. Das heißt, wir können schneller zurück und müssen nicht ständig zurück, nicht? So, 110 Eisen ist schon mal gut. Ja, hier geht's auch runter. Ich war hier auch schon mal so ein bisschen, aber es war mir ein bisschen zu voll. Und wer weiß, was da unten noch alles so lauert. Aber da gibt es, glaube ich, schon ganz guten Loot. Den können wir eigentlich noch mitnehmen, oder? Viel mehr Überraschung dürfte es jetzt hier gar nicht geben. So. Können wir die... Können wir erst bauen, wenn wir unten sind, nicht? Und hallo, Mkono. Willkommen auch dir zurück. Hä? Was macht der denn? Also das,
Dieses Drehmodus ist immer dann falsch, wenn man es nicht braucht. Sag mal. Ja. Wow. Okay, die ist eins davor, nicht? Die Leiter. Das ist natürlich ungeil gerade. Hätte ich nicht ranhängen sollen. Oh, okay, aber so ist eh besser. Jetzt kann ich die ordentlich bauen. Dann haben wir hier Doppelleiter. So. Können wir die jetzt abbauen? Upsi. Was? Hä? Ach, will er mich verarschen? Die war doch schon fertig. Oh. Okay, das ist an der Horde-Nacht vielleicht doch kein guter Spot gewesen. So, jetzt haben wir's. Meine Güte. Yucca-Pflanzen, Aloe Vera-Pflanzen, oha. Das ist natürlich nett. Pilze, ja. Yuccas sind auf jeden Fall wichtig, dann können wir die nämlich besser anbauen. Ja, von unten ist ja auch zweimal eingestürzt. Das ist manchmal ungünstig, aber es wird ja auch angezeigt, nicht, wenn es pink ist. Warum hänge ich denn was ran? Aber ich finde den Platzierungsmodus, der fühlt sich schwammig an. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so ein Platzierungsmodus, wo ich sage, ah, cool, ich habe wirklich volle Kontrolle darüber. Ist vielleicht auch ein bisschen, dass das witzig rüberkommt, so, haha, und genau solche Situationen hervorruft. Aber ich bin da nicht so wirklich Fan von. Also in anderen Spielen, Empyrean zum Beispiel oder, ja, was gibt's noch, wo man Sachen platzieren muss, da gibt ja einige, fühlt sich das alles irgendwie wesentlich genauer an. Das ist hier nicht so genau. Ja, vom Boden aus nach unten bauen wir ja, ist ja auch eingekracht zum Teil. Also ich weiß nicht, vielleicht war oben irgendwas wach. Ich musste von unten zur Hälfte und von oben zur Hälfte bauen. Ich glaube, das wäre sonst zu lang gewesen. Aber hey, wir waren unten. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Das ist doch schon mal gut. Wenigstens sind wir nicht gestorben. Beim letzten Mal bin ich vor der Horde-Nacht gestorben. Nicht? Das war eigentlich das Schlimmste. Und das meiste, was uns jetzt noch interessiert, ist Eisen. Wir werden, glaube ich, runter in unserem Haus in dem Boden uns reinbauen. Da werden wir dann genug Ressourcen hoffentlich kriegen, wie Lehm und andere Sachen. Und dann können wir unseren Verteidigungsturm auf der anderen Seite bauen. Ich meine, theoretisch brauchen wir nichts anderes als Eisen. Alles Holz wächst vor der Tür. Pfeile, wenn wir nicht draußen sind, verbrauchen wir auch nicht. Und generell haben wir Nahrung und Essen für, ja, 40 Tage oder so in Game. Also, da mache ich mir wenig Sorgen. Gerade weil wir... Naja. Gerade weil wir auch leveln und besser werden, nicht? Da hat das wenig... habe ich wenig Bedenken. Was mir ein bisschen Sorge macht, falls hier ein Wolf oder sowas auftaucht. Ich weiß, einmal hatte ich einen Spielstand, ich glaube, das war auch in der Alpha 20, da bin ich an einem See gespawnt, musste um den kompletten See laufen, weil daneben verbranntes Gebiet war. Und dann sind ständig Wölfe gespawnt. Das war ein Dreck. Da hinten ist eine Stadt. Das ist unsere. Da waren wir schon. Okay. Okay, in die Richtung sehe ich nichts. Na gut. Ich hoffe halt nicht, dass noch großartig Wölfe irgendwo auftauchen. Oh, schon wieder kleine Fliege. Also diese kleine Fliege,
Die wird uns heute, glaube ich, den ganzen Abend begleiten, bis ich sie morgen über einen Tag erwische. Die hat auch immer ihre Ruhephasen und dann ärgert sie einen wieder. Mit Erdbohrer, ja, der ist noch so weit weg. Also Erdbohrer brauchen wir nicht dran denken, wenn wir nicht durch Zufall kriegen, irgendwo durch Loot. Wir werden das alles mit der Schaufel machen müssen, denke ich. Da bleibt nicht viel übrig. Aber allein das Fahrrad ermöglicht uns ja auch bessere Poys zu finden, eine größere Stadt vielleicht anzusteuern und solche Geschichten. Das ist ja, das reicht mir ja schon fast. Ich glaube, die kleinen Orte, die wir hier bei uns haben, die geben nicht mehr her, als wir aktuell haben. Also, das war auch der Loot-Respawn jetzt in der ersten Stadt, aber so richtig so das Zeug, wo ich sage, boah, ah, der war tot. Das lohnt sich, gab's ja auch nicht. Von daher, ja. Keine Tiere. Oh, wir können den Spürsinn mal erhöhen, damit wir auch Rehe oder sowas kriegen. Aber andererseits brauche ich Fleisch. Aktuell brauche ich kein Fleisch. Dir und Fahrzeug. Die kleine Fliege ist dein Feuerzeug ist dann gegrillt. Ja gut, aber dann sind auch meine Nasenhaare gegrillt. Und das riecht dann ein paar Wochen richtig eklig. Weil die fliegt... Wo ist er? Irgendwo kriecht er. Die fliegt mir immer in die Nase. Egal, wir gehen weiter. Da ist ein Haus. Tag 20. Jetzt ist der Tag oben oder unten, je nachdem, wo ihr guckt, rot geworden. Jetzt ist der kritische Moment da. Oh, 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 sage ich euch. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt, ob das Let's Play hier vielleicht sogar endet. Also wenn die mir die Basis zerlegen, nicht? Dann würde ich sagen, habe ich viel Lehrgeld reingesteckt. Und dann müssten wir eine zweite Staffel machen, weil... Ich meine, 10 Tage, klar, und wir sind gut ausgestattet. Aber wenn die uns schaffen, in der Nacht zu zerlegen und dann vielleicht die Essenskiste zerstören... Ah. Schneller? Ja, das Gute ist, wir müssen ja nicht mal schnell machen. Wir haben ja alles. Das ist alles vorbereitet. Wir müssen eigentlich nur unsere Zeit gerade verduseln und hoffen und eigentlich schon vorbereiten, nicht? Für die nächsten Nächte Ressourcen sammeln und Sachen erkunden. Okay. Problem schnell beseitigt. Hallöchen, Kiste. Was hast du denn so Schönes? Oh ja. Guck mal. Erstmal das Lernen. Was haben wir da? Nochmal Waffen. Handfeuerwaffenqualität 5. Sehr gut. Handfeuerwaffen, selbstgebaute Pistole, Qualität 6. Handfeuerwaffenpistole, Qualität 1. Okay. Die richtige Pistole. Das war's. Okay. Aim wird ja viel besser. Naja, gut. Nicht das Aim wird besser, der Bogen wird besser und der zittert auch nicht mehr so, nicht? Je besser er mit Kondition wird. Und ich stehe auch hier auch richtig drin dran. Also in der Hordenacht werde ich wieder verschießen ohne Ende. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, gedanklich. Und manchmal gehen die Pfeile auch... Du triffst einfach nicht. Ich habe schon von anderen gehört, dass das auch so ist. Du kannst da ziehen, wie du willst. Du siehst dann auch keinen Einschlag. Du triffst halt einfach nicht. Sowas wie eben, nicht? Genau ins Gesicht geschossen, aber gar keinen Effekt gehabt. Oh. Okay. Aua. Das finde ich in dem Spiel halt komisch. Manchmal kann man nicht einschätzen, ob der einen trifft oder nicht trifft. Das hasse ich. Ich denke, der ist elendig weit weg und irgendwie ist er aber doch so dicht dran, dass er mir einen einschenkt. Dieser kleine Kacker. Journey's End. Ich hoffe nicht, dass die Journey hier endet.
Das wäre auf jeden Fall doof. Oder ist das dieses Haus mit Pool? Da ist sie wirklich geendet schon mal. Das sieht doch schon wieder nach Hund aus. Ich treffe ihn halt null. Glück gehabt. Oh. Alter. Oh, der Hund. Oh. Mein Herz. Also wenn ich eine Pulsanzeige hätte, wäre die auf 400. Alter. Hunde gehen so gar nicht. Also da wird's auch ein bisschen anders, nicht? Vor allem, wie ich ihn einfach nicht treffe, weil er zu schnell ist. Deswegen, in der Horde-Nacht sind die auch ein bisschen schneller und dann treffe ich halt null. Oh. Aber gut, dass ich. Oder gut, dass er runter. Dass ich hier nicht rüber konnte. Wäre hier rüber gehüpft, wäre ich tot gewesen. Der Moment, wenn die Panik steigt, die allen Fähigkeiten weg sind, ist auch immer blöd. Ja. Ist bei dir auch so, ja. Also, ich glaube, das ist. Da, solange man selber im Kopf die Kontrolle hat, eigentlich muss man nur daran denken, du hast die Kontrolle. Und dann läuft das auch viel besser, weil du viel ruhiger bist. Aber du verlierst halt einfach in dem Moment, weil du Angst hast vor dem Hund, die Kontrolle und dann ist vorbei. Kann man in den Fässern was finden? Glaube nicht. Ich glaube, auch hier drin kann man nichts finden, außer dem Tod. Also hier ist nichts drin. Sieht jemand die? Also dahinter sitzt auf jeden Fall einer. Der Boden ist nicht stabil. Ist doch schon wieder ein Hund, oder? Wir gehen. Wir müssen ja nicht übertreiben. Wir brauchen den Loot ja nicht. Da können wir wiederkommen, wenn Tag 11 ist. Nicht? Da können wir das Ding looten, mit dem Fahrrad vorgefahren. Alles schick. Aber da brauche ich jetzt nicht reingehen. Journey's End ist schon. Ist schon gefährlich genug. Vom Namen her. Oh, es ist wirklich ekelhaft. Die fliegt immer an meine Nase an. Kaffeesamen können wir so zurücklassen. Sand ist wichtiger. Muss ich noch nicht selber abbauen. Hm. Ich würde sagen, wir haben schon gut was von der Karte erkundet. Auf jeden Fall müssen wir nach Norden. Hier kommt anscheinend irgendwo eine Stadt. Was würde ich denn alles mit dem Fahrrad machen? Ich denke auch, wir haben alles, um das Rad zu bauen. Kleber, Klebeband können wir selber herstellen. Da sehe ich keine Probleme. Springfedern haben wir sowieso. Leder haben wir sowieso. Eisen haben wir. Also, ich wüsste nicht, was uns da im Weg steht. Wir könnten nur... Ich bin hungrig. Ja, das kriegst du hin. Wir könnten zur Straße zurück. Und noch ein paar Autos zerlegen. 1,4 Kilometer ist auch nicht zu unterschätzen. Und schau, Kakao jemand. Oder schau, Kakao wegen des Hundes. Ich hoffe ja nicht, dass das war. Wenn so ein Panikmoment ist, dann gucke ich auch nicht in den Chat.
Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Oh, soll es morgen eigentlich kühler werden? Weiß das jemand? Wir haben immerhin den 4. September. Rino. Sammle Eisen abgeschlossen. Oh, okay. Und es könnte mal so ein schönes Gewitter langsam geben. So was wieder runterkühlt. So wie es im Juli war. Juli war perfekt. Also ich muss sagen, der Juli hat mir sehr gut gefallen. Entspannte 27 Grad. Oh. Entspannt wären 22. Also ich weiß auf jeden Fall, nächstes Jahr werde ich mein halbes Gehalt für eine Klimaanlage auf den Kopf hauen. Beziehungsweise für den Strom für die Klimaanlage, nicht? Die Klimaanlage, die kriegst du ja für ein Apfel und ein Ei. Wie rennt das denn? Da oben ist es. Jetzt ist es da schon. Sag mal, wie schnell ist denn das? Ja, bergauf können wir es eh nicht abschießen, nicht? Wir brauchen es bergrunter jetzt. Das Fleisch können wir nur nicht mitnehmen dann. Oh, ja, natürlich. Du Hühnchen, du. Treib dich bis nach Hause. Hier sehe ich nicht, wo es ist. Ah, daneben. Am Baum hängen geblieben. Da hinten war es, nicht? Mein Gott. Ich krieg das noch. Ich krieg das noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ergib dich doch einfach. So. Ey. Jawohl. Glaubt nicht, in Bayern ist es warm. Hab mir einen neuen Ventilator gekauft bei Obi, der pustet durch. Mega das Teil. Ist ein Bodenventilator und mir ist sogar kalt. Ah gut, das Problem ist, wenn der Raum klein ist, dann hilft das alles nichts. Auch so eine Luftbefeuchter hilft nicht. Die Luft ist eh feucht ohne Ende. Komm. Wir können mit dem Fleisch viel mehr Essen herstellen, als uns diese Dose geben kann. So, 11.49 Uhr, ich würde sagen, Heimweg und dann zumachen und abwarten und hoffen, dass nicht noch... Ich glaube, ich lasse immer beim Loslassen, verziehe ich den Bogen so nach oben oder so mit der Maus. Ich glaube, das ist das Problem. Ich habe es gerade ein bisschen gesehen. Aber das liegt einfach daran, weil es auch rutschig ist. Ich glaube, in meinem privaten Spielstand habe ich auch immer gespielt, wenn ich so warm war. Und dann rutscht es ja auch alles nicht. Die Matte rutscht, die Maus rutscht. Und das, obwohl es alles von Razer ist und nicht, aber ja, irgendwie ist das auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, ich habe hier auf jeden Fall so einen uralten Ventilator, der tut seinen Dienst, aber ja, der bläst mir auch jetzt 30 Grad warme Luft halt rein. Und die Pfeile haben auch noch eine kurze Verzögerung, ja, das kommt auch noch dazu. Ich glaube, da kommen viele Mini-Faktoren zusammen, die dann das Verschießen zusammen ausmachen. Stimmt, und beim Huhn war und beim Hase nicht. Die grüne Anzeige ist nicht genau da, wo das Vieh ist. Stimmt. Das war auch noch so. Und dann verziehen die noch. Ja, da, ich sag ja, viele kleine Dinge, die da zusammenkommen. Damals war es nicht so. Ja, kann ich mich nämlich auch nicht dran erinnern. Also, dass es manchmal so extrem ist. Je nachdem, wie das Huhn zu dir steht, triffst du es. Vielleicht wird die Bounding-Box nicht richtig mitgedreht.
wie um das Huhn gerendert wird zum Treffen. Vielleicht gibt's da einen Fehler oder so. Und keinem ist es bisher aufgefallen, außer den Leuten, die nicht gut zielen können, wie mir. Oh, Kleber wäre schon nicht schlecht. Komm, Mais gegen Kleber. Na? Jawohl. Ich hab sie doch schon getroffen. Oh Mann. Der wackelt. Oh, der wackelt. Wackeln sie nicht so, wenn ich auf sie schieße. Das ist wie beim Zahnarzt. Einfach mal stillhalten. Ich verschieße sogar mit der Armbrust und ziele und ein Zielobjektiv, aber ich habe auch kaum Bogenskills gesteigert. Vielleicht liegt das daran. Ich glaube nicht, die Bogenskills geben zumindest laut Aussage ja nur schneller spannen und stärkeren Schaden, aber nicht besser treffen. Sorry, aber wenn er so hüpft, es tut mir leid, braucht dein Fleisch eigentlich nicht. Aber du bist mir in den Pfeil gehüpft. Ihr habt das alle gesehen, hoffe ich. Ein Selbstmordhasen, den muss ich natürlich mitnehmen. Meter. Wie viele Federn haben wir gefunden nochmal? Wo sind die Federn? 93. Das ist schon gut. Okay, nix. Kenne ich, die Zombies laufen auch nur vor den Truck. So ist richtig. Aber kann man so einen Truck bauen, wo vorne so ein Kuhfänger dran ist? So ein Zombiefänger? Hm. Gut. Aber es ist halt noch ein sehr weiter Weg. Erstmal das Rad. Man muss ja klein anfangen. Ja, Bronze brauche ich jetzt gerade nicht. Patronen und so. Obwohl ich irgendwann auf Pistolen umsteigen werde, allein glaube ich, um die Federn nicht mehr sammeln zu müssen, nicht? Das ist, glaube ich, nach der Nacht dann auch Geschichte. Wir haben ja die Schmiede, wir haben Messing, Schießpulver können wir bestimmt auch, wie heißt das, Potassium oder so herstellen. Ja. Oh, hier muss man echt aufpassen. Das ist wie in Kingdom Come Deliverance. Man wird manchmal so vom Berg wegkatapultiert, nicht? Wenn der irgendwie sich kurz wegsnackt und dann plock, dann fliegt man so einen Meter und dann bricht man sich die Beine. Ungünstig. Kammern ist aber ein Mod, also man kann ihn quasi upgraden. Ja, okay, aber wenn der im Spiel integriert ist, der Mod, dann ist es ja gut. Aber es gibt ja auch Mods, die nicht im Spiel integriert sind. Dann wäre es blöd. Okay, 13.46 Uhr. Es wird eng. Eng, 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 eng. Ich gehe danach auf jeden Fall mich auch nochmal mental drauf vorbereiten. Und es ist sogar schon 22 Uhr. Ach du Scheiße. Die Zeit heute rannte aber auch. Oh, schaffen wir das heute noch? Ich glaube schon, oder? Müssen wir aber direkt dann zur Nacht loslegen. Sofern wir überleben. Vielleicht findet es ja auch ein jähes Ende. Und ich mache Rage-Quit-mäßig einfach aus. Wer weiß. Ich hoffe es nicht. Wir hoffen es hoffentlich alle nicht. Aber es wird auf jeden Fall lustig. Auf Maschinengewehr, ah gut, aber Maschinengewehr,
Und also Präzisionswaffen. Ich guck mal, was es so gibt. Oh, meine Haare machen mich auch, die kribbeln mich immer so. Und ich denke immer, durch den Ventilator, da ist die kleine Fliege. Aber es sind nur meine Haare. Ich erschrecke mich vor mir selber. Oh! Wie ist er gestorben? Er hat sich vor seinen Haaren erschreckt. Man kann den aufrüsten in den Fächern. Ah ja, super. Ja, dann klingt der ja nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wir sind Level 18 und den gibt's ab Level 60. Also, da müssen wir noch ein paar Zeitschriften finden, würde ich sagen. Oder dann ein paar Händleraufgaben doch machen. Aber ich will mal erst so einen gesicherten Turm haben, nicht? Und genug Munition. Und wenn ich dann vorbereitet bin, dann kann ich so Späßchen machen, so wie heute. Dass ich da unten im PT's Hole gehe, aber das klang auch falsch. So näher der Blutmond kommt, umso mehr Zombies. Konnte ich aktuell noch nicht bestätigen, zumindest. Meint ihr, das reicht? Ich bin skeptisch. Ich würde sagen, wir sind zu Hause. Ich räume aus. Wir bauen hier zu. Ich bereite alles vor. Cabin Retreat ist vorbereitet. Und wir sehen uns zur Blutmondnacht.